Herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Let's Talk. Und das Thema heißt heute, warum ich Lust auf Cloud habe. Ja. Und ich bin heute hier mit dem Julian. Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Ja, mein Name ist Julian Dietwischus. Ich bin Geschäftsführer der Logos Systems GmbH. Wir sind IT-Systemhaus hier im Herzen von Schleswig-Holstein und kommen ursprünglich aus der klassischen Telefonie und haben dort viel Erfahrung gesammelt, betreuen Kunden verschiedenster Größe, von öffentlichen Einrichtungen bis hin zu diversen Wirtschaftsunternehmen, klein, groß, mittelständisch, alles dabei, und versuchen für die Kunden einmal die beste Lösung zu finden und betreuen die aber auch langfristig dann. Genau. Ja, und du bist uns ja aufgefallen, weil du so viel Cloud gemacht hast bei uns. Also wir haben ja vor ein paar Jahren irgendwann angefangen, dass man unsere Lösung nicht nur on-premise installieren kann, also in dieser kleinen silbernen Box, sondern das geht eben auch auf der Cloud. Und da gab es bei vielen Partnern am Anfang so, warum wollt ihr das denn machen? Das ist doch viel einfacher und diese Kiste, die kostet doch nichts und die frisst doch keinen Strom und kann man einfach installieren. Und warum macht ihr das nicht einfach? Und wir haben es halt trotzdem gemacht und dann haben wir gesehen, ihr verkauft so viel davon. Und da war so die Frage, warum eigentlich? Also was ist cool an der Cloud? Wir haben auch lange geguckt, was macht der Markt, wo bewegt er sich. Wir haben auch lange tatsächlich noch auf On-Premise gesetzt. Von den anderen, die das so links und rechts gemacht haben, immer angeguckt. Und ich wollte aber eine Lösung haben, wo ich voll hinterstehen kann. Auch bei der Kundschaft war lange so auch die Skepsis groß. Cloud, was soll das? Auch heute sind immer noch Gespräche, wenn ich mit einem Kunden spreche, will ich da wirklich? Das ist ja irgendwo in dieser ominösen Wolke, bis man das wirklich erklärt und vielleicht sogar zeigt. Und habe halt links und rechts geguckt und war irgendwie froh, dass irgendwo von das irgendwann mal selbst in die Hand genommen hat. Und wir bieten eine vollständige Lösung. Mhm. Das hat für uns Vorteile, weil wir nicht irgendwie verschiedenste Systeme können müssen, sondern wirklich spezialisiert auf dem und alles administrieren können. Und aber auch die Nachfrage bei den Kunden einfach immer größer geworden ist. Und man die diversen Anforderungen, die im Markt einfach da sind, damit abdecken kann. Okay. Wenn du jetzt aus deiner technischen Sicht guckst, was ist so der Hauptvorteil, warum du sagst, ich habe eigentlich Bock drauf? Dazu muss man vielleicht mal sagen, dass ich ursprünglich aus der Technik komme. Ja, ich habe mal IT-Systemelektroniker gelernt, selber Systeme beim Kunden installiert und habe deswegen sehr technische Sicht teilweise drauf. Ich beleuchte mit dem Kunden im ersten Gespräch immer, wo soll die Reise hingehen. Teilweise ist es eine Gefühlssache. Einer sagt, ich will noch den Stecker ziehen. Gut, dann ist das halt in der Cloud schwierig. Ja, dann kannst du den Internetstecker ziehen, aber das war's. Und dann kommen wir schon zu dem einen Punkt, wo ich manche Kunden mit überzeugen kann. Was ist, wenn dein lokaler Amtsanschluss wegfällt? Internet, dann meistens damit auch schon der SIP-Trunk, die aktuelle Telefonie. Dann hast du keine Kommunikationsmöglichkeit mehr. Die Kunden können dich nicht mehr erreichen und für viele ist halt die Erreichbarkeit ein hohes Thema. Deswegen kommt man da schnell zum Punkt, Cloud ist spannend und gut, weil eine Cloud im Rechenzentrum eine höhere Verfügbarkeit hat, als ich es lokal habe. Dann sitze ich vielleicht immer noch im Büro, aber kann mein Nottelefon per GSM immer noch betreiben oder vielmehr UMTS und kann per Softphone arbeiten oder der Kollege im Homeoffice kann damit einfach arbeiten. Also sind so verschiedene Szenarien, die ich mit dem Kunden immer beleuchte, wo ganz häufig mittlerweile Cloud einfach ein Faktor ist, neben wirtschaftlichen Sachen, aber einfache Integration von Homeoffice-Lösungen oder verschiedene Standorte. Das haben wir früher auch schon gemacht. Vernetzung von Standorten miteinander als ein Gesamtsystem. Wo man aber dann zu der Betrachtung kommt, was ist, wo, wenn der Standort ausfällt, wo alles steht. Das muss nicht mal die Anlage sein, sondern der Internetanschluss. Ja. Und dann hat keiner mehr was. Ja. Und wenn alle Standorte aber zur Cloud hin, die halt mit ihren verschiedenen Internetanschlüssen, Stromredundanzen etc. arbeiten, hat er schon ein Thema Redundanz. Ja, ja. Wenn ihr so ein Projekt umsetzt, wie schnell seid ihr denn up and running? Also ist ja, spannende Frage. Also wir spielen tatsächlich gerade quasi Kunden-Szenario ganz mal durch, weil das sind ja die Fragen, die ich mit den Kunden alle durchdiskutiere. Was kommt? Wir behalten uns halt gerne irgendwie 2 Wochen Vorlauf zu, einfach um alles durchzuplanen. Was ist jetzt die Situation mit dem Kunden? Wie soll ein Callflow sein? Das Ganze mal neu zu denken vielleicht auch. Und anzupassen, ein bisschen Vorlauf zu haben, damit es am Ende einfach rund ist. Aber wir schaffen es auch, von jetzt auf gleich quasi eine Lösung zu machen. Das hatten wir schon beim Kunden, da ist die Anlage abgeraucht. Bei den Kollegen aus der Cloud bei euch angerufen, Leute, wir bräuchten mal, und innerhalb einer Stunde hatte der Kunde eine Lösung. Ja.
innerhalb einer Stunde. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Ja. Nicht, dass sie rund war am Ende, ja, ja, ja. Er hatte eine Lösung. Aber er war zumindest erreichbar und kommunikationsfähig, genau. Und konnte damit loslegen. Darauf haben wir halt aufbauen können. Hängt natürlich auch immer von unseren Ressourcen ab, von euren Ressourcen, aber ja, es geht wirklich schnell. Okay. Okay. Wie kommt das bei Kunden an? Also jetzt habt ihr, ich sehe ja, dass die Zahlen irgendwie immer wachsen. Also habe jetzt noch, Kündigungen habe ich noch gar keine gesehen von euch. Also ich weiß nicht, ob es die schon gibt oder sowas, aber wie kommt das beim Kunden an? Also was? Gut. Also es gibt sicherlich noch mal welche, so gefühlsmäßig, die sagen, nee, ich will doch lieber alles on-premise oder Mietmodell, bin ich mir nicht sicher. Ich will meine normalen Kosten, die ich so monatlich habe, möglichst gering halten. Ich gebe einmal so Geld aus. Gut, dann ist das nicht die Lösung für dich. Ja. Aber gerade letzte Woche einen Steuerberater umgestellt, der hatte schon eine Phone-Lösung mit noch ein Estos angebaut, ja, etc. Und den haben wir einfach in die Cloud umgezogen. Im Gespräch mit ihm und er sagt, geil, My Apps, ich habe alles up to date, auf dem aktuellsten Stand. Für den ist nicht mal das Thema Homeoffice oder so, das noch nicht. Darauf können wir jetzt aufbauen, ja, aber wir haben alles einfach in einer Umgebung, können schnell noch mal über Apps uns angucken, demonstrieren, vielleicht mal eine Testlizenz buchen, ja, um das zu zeigen. Und da kommt das halt sehr gut an. Okay. Wie lange habt ihr gebraucht dann für so eine Migration von so einer On-Premise-Anlage in die Cloud? Ich glaube, das Längste war tatsächlich nachher vor Ort, die Telefone alle umzumelden, weil die waren noch auf dem Softwarestand V12 bei dem Kunden. Okay. Die haben mal up-to-daten, dass man dann die leicht umziehen kann. War jetzt auch keine große System, aber insgesamt mit einem Vorbereiten, einen Tag vorbereiten, nachbereiten, okay, nochmal Anpassung, was da drumherum passiert. Aber die reine Umstellung war schnell gemacht. Wir, okay, hatten ja das alte System, wo wir schon mal die Grundkonfiguration hatten, wobei da haben wir die User übernommen, ja, und dann mit dem Kunden auch gesprochen, so, wir machen einmal neu. Fällt dir was anderes ein, was du vielleicht schon einmal sagen wolltest, ist besser, wenn das Telefon klingelt statt dem. Ja. Genau, aber das ist alles überschaubar. Okay. Und der Kunde ist am Ende glücklich, hat eine neue Lösung, ist immer auf dem, das war bei dem das Thema, ich will immer auf dem aktuellsten Stand sein. Mhm. Bei anderen sind halt Homeoffice, ist immer noch ein Thema, was Corona angeschubst hat, aber eben noch nicht fertig. Ja, okay. Wie viel Prozent machst du aktuell eher Cloud? Also wenn du jetzt heute Projekte machst, wie viel Prozent macht ihr in der Cloud? Wie viel Prozent macht ihr On-Premise? Macht ihr On-Premise überhaupt noch was? Ja, wir machen noch On-Premise, ja, aber ja, Fokus ist tatsächlich Cloud. Okay. Ich gehe aber offen in die Gespräche mit den Kunden, ja, stelle beides vor, weil manchmal mache ich sogar beide Angebote. Dann kann es sein, dass sich meiner trotzdem On-Premise entscheidet. Aber ich würde aktuell sagen 80-20. Also okay, 80 Cloud, das, ja, andere. Das macht es auch gerade für uns entspannter, ja, die ganze Konfiguration, Rücksprache mit EDV-Betreuer, dem gibt man, wenn wir es nicht selber machen, das Sheet entsprechend drüber für Firewall, hey, das ist frei, der guckt, jo, passt alles und los geht's. Wir decken halt alle Szenarien immer noch ab, On-Premise, klassisch Telefonanlage, ja, Cloud und dazwischen, ich nenne es gerne In-House-Cloud, mit Reverse-Proxy, alles auf Innovation-Basis. Kann ich ja das machen, was ich eben in der Cloud auch habe, mit den Faktoren, Internetzugang, Zertifikate etc. Ja. Das ist auch von uns favorisiert, einfach für die Machbarkeit, die Cloud. Ja. Was einfacher zu managen ist, auch mit der ganzen EDV-Umgebung drumherum, kommen vielleicht nochmal andere Themen, wo man dann nochmal abklären muss, okay, wenn ich jetzt eine Verbindung irgendwie zu einer Anwendung in die Cloud haben möchte, wie klappt das, was klappt das? Aber auch da spielen alle Parteien dann nochmal super mit. Okay. Gibt es irgendwas, was in der Cloud nicht so gut geht wie On-Premise? Also irgendwas, wo du sagst, so, ah, das, da muss ich ein bisschen fummeln oder geht halt nicht? Also aktuell haben wir da noch nichts Negatives. Und man, okay, muss dann halt immer abklären, das ist ja aber wie bei jeder Anbindung einer externen Software oder sowas, das muss ja auch On-Premise, klappt das ja nicht? TAPI funktioniert genauso in der Cloud, wie, ja, es auch lokal passiert. Ja. Also da haben wir bis jetzt keine Einschränkungen, wo es mal hieß, nee. Und wenn wir mal was Größeres geplant haben mit mehreren, dann haben wir das halt zusammen mit, ja, mit den Kollegen aus der Cloud gemacht. Ja. Deswegen bin ich da ganz happy. Funktioniert super. Schnelle Reaktionszeiten, wenn auch irgendwas ist. Das ist, macht Spaß. Ja, ja, ich oute mich. Ja, ich habe auch eine Technikerausbildung. Also ich, ja, habe das ja auch mal irgendwann besucht und kann das theoretisch bauen. Gebe aber offen zu, beim Endkunden würde ich auf die Bretter gehen, spätestens wenn es um Reverse Proxy und
SIP-Anschaltung geht, weil es einfach... Und auch du könntest jetzt eine Cloud einrichten. Ja, das ist so. Wenn ich dann sage, gestellt. Hier, Bernd, kannst du mir mal eben, dann habe ich 10 Minuten später eine Cloud eingerichtet und so, hier sind die Login-Daten und dann... Und das Verrückte ist, ich muss halt nichts einrichten, kein Reverse-Proxy, nichts, also es ist alles egal. Was wir als Thema haben, aber das hatten wir schon jeher, also wir haben ja auch lange klassische NEC-Telefonanlagen gemacht, die jetzt ja wirklich komplett vom Markt verschwinden. Ja. Was hier vom Kunden so ein Thema ist, ich möchte eigentlich gerne selber machen. Ja. Auch da hat das halt nicht geklappt. Auch die Innovation mit den MyApps sind ja Para-Klicks für manche Sachen, die er dann selber machen kann. Und manche internen EDV-Betreuer treuen sich das zu. Okay, ich möchte doch noch mal ein bisschen mehr. Da ist dann manchmal noch ein bisschen schwieriger. Also für manche Kunden ist noch dieses, ich möchte es noch einfacher haben, was sie vielleicht woanders her kennen. Das ist noch ein Ding, aber ich sehe da auch immer weiter die Entwicklung und wie es noch haben entspannter wir erkannt wird. Auch. Also ja. Genau. Und letztlich sind wir aber ja immer noch der Partner des Kunden. Ja. Nicht nur Betreuer, sondern auch der Partner. Ja. Auch dort gehen wir mit jedem offen ins Gespräch. Das ist dein System, was du zwar bei uns mietest, kannst es selbst administrieren. Ja. Bei manchen raten wir aber auch ab. Du wirst es vielleicht in 5 Jahren einmal anfassen, dann ruf lieber bei uns an. Wir wissen, was wir tagtäglich tun. Ja, ja. Als ist einfach nicht dein Geschäft. Ja, ja. Ja, ja. Habt ihr irgendwo schon mal so eine Hybrid-Konstellation gehabt, dass ihr gesagt habt, also für mich ist ja zumindest architektonisch ein Nachteil der Cloud ist, was ist im Falle eines flächendeckenden Blackouts oder sowas, also wo eben kein Internet da ist und nichts. Krankenhäuser fänden das jetzt doof oder vielleicht auch andere Institutionen, aber ich kann ja theoretisch auch diese Kombination machen von wegen, ich mache Cloud, aber ich habe eben auch on-premise ein System, was notfalls läuft, wenn nichts mehr da ist. Das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also es kommt immer wieder mal beim Kunden vielleicht vom selbst oder ich stoße es mit an, weil wie arbeitet ihr? Das ist ja so ein Gespräch immer, was ist eure Umgebung, wie arbeitet ihr? Wenn er irgendwie zu 90% intern telefoniert, ist das ja das Thema Internet ist weg, was passiert dann? Ja. Dann kann ich halt ein Slave vor Ort betreiben. Wir haben das tatsächlich noch nicht in einem Cloud-Szenario so gebaut. Okay. Wir haben es als On-Premise-Geschichten gebaut mit Master Slave, aber jetzt kam das irgendwie beim Kunden auch nicht so, das ist wichtig, das machen wir. Ja. Aber wir haben es halt einmal die Möglichkeit und können es jederzeit umsetzen. Wir Nächste Woche sind wir auf der Messe im schönen Handewitt. Okay. Dort werden wir es halt aufbauen und dem Kunden einfach mal zeigen, guck mal, wir ziehen das Internet weg. Trotzdem kann dieser kleine 411, die da noch steht, immer noch telefonieren. Wir schließen wir an, wir sind wieder mit unserer Master Cloud, die wir hier haben, verbunden. Genau. Also das ist ein echter Vorteil. Absolut. Und wir haben gerade, also so die letzten Jahre war ja das Thema so absolute Notfallkonstellationen eher irrelevant, aber ich merke, dass es immer mehr wird. Also wir haben ja irgendwann auf unserer Connect-Messe auch diesen Notfallkoffer gezeigt, wo man zeigen kann, Mensch, da kannst du extrem wenig Strom und kriegst eine lokale Infrastruktur gut zum Laufen mit allem, was du brauchst. Ja. Und im Moment wird halt immer mehr die Nachfrage danach auch groß. Und hier ist halt, das finde ich halt schön, dass du beides kombinieren kannst, dass du sagen kannst, okay, große Teile in der Cloud, aber gesetzt im Fall, die tut eben nicht. Dann hast du so viel, wie du brauchst, on-premise und du kannst komplett alleine lokal arbeiten. Ohne große Extrakosten. Genau, ohne großartige Extrakosten. Und wenn du denn dann bei den Notfallkoffern, habe ich ja dann Satellit oder 5G oder was auch immer, sobald wieder irgendwas da ist, kannst du die anderen Standorte auch erreichen. Ja. Und trotzdem habe ich für die Lage, wie man das so schön nennt, immer noch eine Lösung, die schlank ist und einfach zu betreiben ist und in Notfällen eben mir auch das sauber zur Verfügung stellt. Ja, und das Thema Erreichbarkeit, das muss ja nicht mal die große öffentliche Einrichtung sein, das Krankenhaus oder so, aber es interessiert ja jeden Kunden. Ich kriege ja immer wieder das Feedback, viel geht ja über E-Mail, aber Telefonie ist immer noch wichtig. Ja. Das gesprochene Wort, mit den Menschen zu reden, mal eben erreichbar, mal eben das Gespräch führen. Ja. Und gerade hier, wir gehen, also ich gehe zumindest so ein bisschen gerade ein, das Wetter ist sehr warm, sehr schwül, das hat gestern hier in der Umgebung stark gewittert, da ist beim Kunden zum Glück nur die Türsprechstelle kaputt gegangen vorhin der Anruf, nicht die Anlage selber, aber das ist genau so ein Szenario für die Cloud, das passiert hier dort nicht. Ja, apropos Cloud und Türsprechstellen, auch kein Thema, also habt ihr auch schon Türsprechstellen in der Cloud angebunden, weil das ja, da muss ich zumindest im Routing gucken und protokollmäßig. Bis jetzt analog. Bis jetzt analog, okay, alles klar. Bis jetzt analog, das ist ja noch nicht per SIP. Ja. Da haben wir die Center-App würde theoretisch in meinen Augen sogar auch gehen, weil WebRTC, das also technisch sollte das alles gehehen. Vielleicht ergibt sich mal irgendwann ein Projekt. Ja. Okay, hat mich nur mal interessiert, ob ihr da solche Dinge auch schon gemacht habt. Wir selbst noch nicht. Wir haben es schon bei ein, zwei angeboten, da ist es aber nicht dran gekommen. Ja, ja. Aber die haben sich auch noch nicht den Mut gehabt, den Gesamtinvest zu gehen, aber mal umzuschwenken. Vielleicht, wenn das irgendwann losgeht, dann ist das tatsächlich spannend. Für die klassischen Dinge wie Aufzugstelefon oder Fax vor Ort oder sowas hast du Analogadapter und das ist immer auf dem Tisch. Also hat man es zumindest ohne großartig Aufwand und auch stabil in der Cloud gelöst. Ne? Mhm. Genau.
Fällt dir noch irgendwas ein, was du loswerden willst? Oder? Nee, also nee. Cloud ist halt nicht nur ein ergänzendes Thema im Gesamtportfolio, ja, sondern ein wirklich spannendes Thema auch für jeden Kunden. Man kommt halt zu wirtschaftlichen Themen, monatlich versus kaufen etc. Ja. Aber von der reinen Lösung ist es wirklich für jeden Kunden aus meiner Sicht spannend, dass man zumindest drüber spricht. Ist es für dich passend, ja, oder ist es eine Gefühlssache, machen wir irgendwas anderes? Und aber auch die Lösung mit der Innovation in der MyApps-Umgebung ist gerade die Cloud ein großer, ja, Vorteil, weil ich da super flexibel bin. Mhm. Ich habe gerade vorgestern mit unserem Steuerberater nochmal gesprochen, für klassische Telefonanlagen, die werden teilweise noch auf 10 Jahre abgeschrieben. Ja, ja. Bei Cloud wird das so ein bisschen anders diskutiert. Das ist dann Software, da können, ja, kürze Zeiten und so angelegt. Und gerade in unserer aktuellen technischen Entwicklung, das iPhone ist noch gar nicht so alt. Genau. Wo geht's hin? Thema KI habt ihr auch gerade erst, ja, wieder besprochen. Und da habe ich halt in der Cloud die absolute Flexibilität. Ja, ist so. Wo geht's hin? Genau. Das, okay, ist ein großes Thema beim Kunden. Mein Lieber, dann sage ich einen Riesendank, dass du uns mal erzählt hast, wie da eure Situation ist und wo ihr da, mhm, unterwegs seid. Ich sage einen Riesendank an euch, dass ihr heute dabei wart und zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne mal so einen Daumen hoch dalassen. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder Wünsche für irgendwelche anderen Let's Talks, lasst uns das auch bitte wissen. Und ansonsten sage ich einen Riesendank an dich, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.